Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von... Nein! Aua. Das war jetzt nicht so geplant. Ich frag mich, ob ich das eigentlich so einfach dran bauen kann. Oder ob ich da eine extra Wand ziehen muss. Drei. Ja, das ist ja kacke. Das geht ja so gar nicht auf. Es muss schon die Breite von dem ganzen Ding hier haben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Eins, zwei. Drei. Ich wollte es doch eigentlich... Oh, bin ich doof. Ich wollte es doch so direkt dran bauen. Dass das vielleicht das hier schon als Wand zählt. Was guckst du denn so rum? Ich frage mich, ob das überhaupt geht. Aber eigentlich müsste es ja gehen, ne? Wir probieren das jetzt aus. Das müsste ja als Wand zählen. Ach, komm schon. Aber eigentlich ist es auch gut. Dann kriege ich wieder Silber auf jeden Fall. Hoffentlich mehr Silber für mich. 75, ja. Goldbröckchen kriegt ja nichts mehr. Weil der ist ja schon voll. Ah, wer hat sich denn jetzt da in die Dusche gestellt? Ach, der Typ. Zählt, okay. Ich werde aber die Tür ganz gern hier unten hin machen. Hier kommt Fenster hin. Kann dort nicht platziert werden. Ich verstehe zwar nicht, wieso, weshalb, warum. Jetzt fehlt noch die Lichtquelle. Schönes gedampftes Licht. Ja, gut. So.
Dann holen wir uns dann noch einen Steintisch. Ich finde so das mit dem Steintisch gar nicht so schlecht. Und noch so ein Ding. Angriffskraft von Maika steigt, aber wahrscheinlich nur minimal. Und er kann hier im Prinzip... Ist das jetzt der kleine Entspannungsraum? Die Arbeitermoral hat... Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ein bisschen dunkel halt, aber was soll's. Das hast du perfekt gemacht, Maika. Mein Entspannungsraum ist genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Jetzt muss ich nur noch mir nur noch wer beim Entspannen helfen. Hui, da hast du aber ein hübsches kleines Zimmer, Schipper. Das sieht ungemein entspannend aus. Genau richtig für eine Massage. Und nur, dass du es weißt, meine Nackenmassagen sind die besten überhaupt. Habe ich denn nicht als Franzosen gesprochen? Hat da jemand Massagen gesagt? Massagen? Vielleicht könnten wir helfen. Wir lieben es zu helfen. Es gibt Leute, die sagen, unsere Anwesenheit wäre eine Massage für die Seele. Was hast du denn da, Schipper? Ist das eine Massageuniform? Lass es uns anprobieren. Du hast nichts dagegen, oder? Moment. Nein, das ist nicht... Warte hier, wir probieren es an. Wir sind gleich zurück. Ach du Gott. Muss ich jetzt Angst haben? Komm, wie siehst du aus? Du siehst bezaubernd aus, Odilia. Ich fand ja immer, dass du in einem Trikot gut aussiehst, aber das ist wirklich der Gipfel der Schönheit. Ja, ich weiß ja nicht. Du siehst wirklich gar nicht mal so übel aus. Ich hatte ja Zweifel, aber ich finde, wir haben ein weiteres Juwel in der Krone von Hammerholm. Ah, oh, das ist aber sehr schön. Hm, was war das? Ich habe keine Ahnung. Maika, Monster kommen, vorbereiten. Ich hab's geahnt. So, wer von euch kriegt den Eisen? Also jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich brauche noch ein Eisenschwert. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Heilung kann ich auch machen. So, dann gucken wir mal. Du kriegst ein Eisenschwert. Du kriegst ein Eisenschwert. Du kriegst ein Eisenschwert. Denn du noch, ne? Oder hattest du schon? Ich wollte gerade sagen. Und du noch, Babsi. Dann können wir die Kupferschwerter im Prinzip erstmal zur Seite. Weil die braucht kein Schwein mehr. So, dann wird abgespeichert. Dann können wir nämlich gleich los. Dann kann der Kampf beginnen. Dom, dom, dom. Speichern erfolgreich. Jetzt nicht, ich habe schon gespeichert. Sieht aus, als ob ein weiterer Monsterwelle nähert. Anscheinend haben sie aus dem letzten Mal nichts gelernt. Die Kinder Hagons müssen uns ernsthaft an der Wiederbelebung der Siedlung hindern wollen. Aber mir jagen die keine Angst ein. Diesmal erteilen wir ihnen eine Lektion, die sie nicht so schnell vergessen. Bereit, in den Ring zu steigen? Jo. Aha, das höre ich gern. Was ist mit dir, Goldbröckchen? Bist du bereit reinzuhauen? Ich bereit. Ich Hammerholen schützen. Freunde schützen, Bab schützen. Na dann, verpassen wir den verrückten Kultisten eine ordentliche Tracht. Vom Hammerholen hau. Möge der Kampf beginnen. Thank you.
Was soll das denn? Was sind denn jetzt die Dinger? Siegerpfanne. Hammerlinge. Aber die gehen eigentlich jetzt schnell gerade runter, aber ich habe den auch links gegeben. Eisen! So viele von denen. Ach, die boosten nicht gerade vorher. Da ist schon der nächste. Nee, ich will warten, bis jetzt der nächste Hau drauf kommt. Komm schon, auf die drauf, auf den Knochentypen. Nein! Nicht sterben! Oder eines schon mal down. Aber sie halten jetzt viel mehr aus. Dun, 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 dun. Gewonnen. Jaha. Zum Teufel mit diesen Kinderhagons. Die lassen einfach nicht nach. Auf jeden Fall sind wir kampfbereit. Was mehr ist, als man von manch anderen behaupten kann. Sergei, Odilia Butz, wohin verschwindet ihr immer, wenn die Kämpfe losgehen? Babs trägt euch auch keine Rüstung. Die trägt fast gar nichts. Ja, das ist tatsächlich. Aber das hält sie nicht davon ab, bei Angriffen an vorderster Front zu stehen. Das ist eine Frage der Veranlagung. Wenn eine Kneipe beschädigt wird, kann man sie leicht wieder aufbauen. Aber eine tödliche Wunde kann man nicht so leicht reparieren. Sei nicht so streng mit ihnen, Malrod. Das Kämpfen liegt nicht jedem, weißt du? Es würde uns mehr schaden als nutzen, wenn wir die Leute zwingen, sich ein Schwert zu nehmen, wenn sie es nicht wollen. Aber wenn sie noch nicht kampfbereit sind, müssen wir einfach doppelt so gut für sie kämpfen. Stimmt doch, Maika, oder? Jo. Das reicht jetzt mit dem Kampfgerede. Hört mal, Goldbröckchen. Meintest du, du wüsstest, wo wir Gold finden können? Ja, ich mich erinnern. Ich habe das Maika gegeben. Bitte was? Achso, das Flötenfragment. Okay. Habe etwas Kraft zurück, auch etwas Erinnerung zurück. Das sehr wichtiges Ding. Ich dir geben, ich wieder wissen. Aber nur Hälfte, andere Hälfte finden. Flöte aus Legende machen, finden, was ihr sucht. Finden, was wir suchen? Ich glaube, ich verstehe. Wenn wir die zerbrochene Flöte wieder zusammenfügen, können wir sie benutzen, um Gold zu finden. Aber die Mine ist riesig und eine halbe Flöte zu finden wird die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Bevor wir mit der Zauberflöte loslegen, haben wir nicht was vergessen. Wir müssen die Schaden von der letzten Schlacht an der Siedlung reparieren. Aber das kannst du uns überlassen. Was? Was für Schaden? Hat die Siedlung Schaden genommen? Sehr schön. Es ist jetzt Tag. Ich würde ganz gern... Geh weg. Mal versuchen, die Monster zu machen. Wir hatten doch irgendwo hier ein Monster. Wir hatten, glaube ich, zwei Drachen gesehen und einmal so ein Dingsbums. Ich meine, jetzt, wo wir wo ist denn der? Wir hatten einen Drachen. Ich bin auf der falschen Seite. Ich muss darüber. Wir hatten einen Drachen und so einen Dicken. Und den Dicken haben wir ja schon unten in der Mine gemacht. Das heißt, rein theoretisch müssten wir doch eventuell den einen Dicken hier auch oben herkriegen. Das könnte man mal ausprobieren. Hier war ja die Dings. Hier war auch ein Rätsel, aber war hier nicht auch noch so ein Monster? Verdammt, ich habe die Monster verloren.
Das ist nicht in Ordnung. So. Nee, ich muss hier hin. Da war doch, glaube ich, ein Monster. Was man nicht in den Füßen hat, ne? Also was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Einfach mal da so in die Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell jetzt Malrot hat eine bessere Waffe. Ich bin stärker geworden. Wir haben diese super, super, super Attacke. Das ist der Drache. Also hier war der Drache. Okay. Dann war hier, glaube ich, in der Richtung. Dann erstmal das dicke Monsterchen. Ich würde ganz gern vorher noch eine Erfahrungsstufe aufsteigen. Erfahrungspunkte, das war jetzt lächerlich. Hier unten, glaube ich, war der irgendwo, ne? War der hier? Bin ich jetzt überhaupt richtig gelaufen? Also er könnte jetzt hier gewesen sein, in dieser komischen Schlucht. In der ich nicht weiß, was das mir bringen sollte, die Schlucht. Ne, dann war der da hinten an dem Loch. Da ist er. Komm, probieren wir erstmal den. Dann steigen wir noch eine Erfahrungsstufe auf und dann, besonders stark. Falsch gelaufen. Margot, was machst du? Ich hasse. Scheiß Monster. Margot, entspann dich. Lass mal lieber diese eine super coole Attacke machen. Sehr schön. Ich lauf konsequent ja auch dahin. So, jetzt reicht's. So, Alter. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich mir ganz gerne auch was hätte. Aber wir kriegen ihn klein. Wir kriegen ihn klein. Meine Angriffskraft steigt. Mein Rot. Du bist schon im gelben Bereich. Komm schon, komm schon, komm schon! 800 Erfahrungspunkte. Oh. Haben wir irgendwas bekommen? Marot erreicht ihre maximale Pill erhöhen sich. Und ich lerne eine neue Anleitung. Kraftschild! Ja, das war jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Ich hätte ganz gern von dir Heilkräuter, dankeschön. Das heißt, hier ist im Prinzip der Drache. Das ist doch ein Dingswert. Wir können den Drachen auch probieren. Oder den Dino, was auch immer das sein soll. Ich glaube, ein Dino. Dinosaurier, kann aber auch ein Drache sein. Schwimmen jetzt erstmal was zu essen. Und machen wir noch ein paar Heilkräuter. Marot muss ja auch mal entspannen.
das halt. Ja. Nehme ich dich mal mit? Hast du denn schon mal was Leckeres gekocht jetzt hier, Madame? 35, 30, so. Okay, den kannst du ja da wieder rein. Wo ist er denn? So. Wir könnten rein theoretisch schlafen gehen, wir könnten auch einfach jetzt los. Wir können es ja mal probieren und sehen, denn, wie es wird. Ne? So, wo muss ich jetzt hin? Ich bin schon wieder auf die falsche Seite. Naja, wir können ja zum Glück rüberfliegen. So, in der Richtung müssen wir. So, hier ist er. Alle, hopp, direkt ruf da. Gleich mal. Komm schon. Der klappt doch viel besser gefühlt. Oh. Dann geh ich lieber mal zur Seite. Der klappt wesentlich besser. Er hat uns ja noch nicht einmal Schaden gemacht. Wir haben ihn schon fast runtergeprügelt. Und wir hatten noch nicht mal unsere Superattacke gemacht. Schuppiges Steak und Drachenschuppe. Okay. Aha. Drachenkettenpanzer. Und? Das war's? Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber wir können jetzt hier eine Rüstung machen. Oder auch doch nicht. Da fehlt der Goldbarren. Hier fehlt auch der Goldbarren. Hm. Wir könnten allerdings das platzieren und erstmal so kochen. Gucken, was da rauskommt. Hat die meinen ganzen Weizen aufgebraucht? Hm. Ich fasse es nicht. Die hat meinen ganzen Weizen aufgebraucht. Oh, wir gucken mal, wie das damit wird. Kann ich es eventuell damit platzieren? Das bringt sogar was. Kann ich das noch? Ich hoffe, das gibt was anderes als das, was ich mir vorstelle. Alter Mann, ich mein ganzes Weizen aufgebraucht. Na schön. Dann gucken wir mal, was es hier für eine Quest gibt. Madame hat. Geh doch mal weg. Wenn du die andere Hälfte der Flöte finden willst, könnten wir vielleicht helfen. Ja, ja, wir wissen vieles, viele Dingsies über die Mine. Wenn man so lange an einem Ort lebte, hörte man das ein oder andere keine stimmen Geschichten. Und wir haben gehört, dass es tief unter der Erde eine Stelle gibt, die hier einen Blick wert wäre. Tief unter der Erde, sagst du? Augenblick mal, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ich gehe schon mal vor, Maika. Wir treffen uns unten am alten Aufzug, ja? Okay. Maika! Du gehst in die Mine, um das andere Stück der Flöte zu finden, nicht? Hier, die sind für dich.
Yes. Ich weiß nicht, wie gut die sind, aber wenigstens hast du ein Happen essen da, falls du Hunger kriegst. Also, wenn ihr Turteltäubchen mit dem Flirten fertig seid, das Flötenfragment wird sich nicht von selbst finden. Es muss sich finden. Woody hat gesagt, er würde am alten Aufzug auf dich warten. Weiter Weg kann es ihn springen. Okay. Hier ist das alles vollkommen in Ordnung, ne? Ich denke schon. Dann gucken wir mal. Also hier sind wir, glaube ich, fertig, ne? Hier auch. Das werde ich hier mal weiter gucken, was es hier noch so hinten gibt, damit man das hier denn so... Das werde ich dann aber, glaube ich, auch offscreen machen und werde es euch dann einfach sagen. Alter Aufzug unter der Ebene. Hier. Ich hoffe, ich brauche wieder Bomben. Bomben. Wo steckt denn mein Freund und Kupferstecher? Da bist du ja, Maika. Das ist die Stelle, die Odelia meint. Wenn ich mir die Felsen angucke, müsste auf der anderen Seite eine Höhle sein. Und so wie meine Schultermuskeln pochen, ist da auch ein Schatz in der Nähe. Das ist nicht dein Ernst, oder? Den Hammer hast du ja... Hast du immer noch, du. Schau mal, ob du da durchhauen kannst. Meine Muskeln irren sich nicht. Okay. Oh, die Seile nehme ich mit, aber ich glaube, die habe ich eh schon unendlich, ne? Nee. So. Wenn schon, machen wir es jetzt richtig. Siehst du, Maga, ich habe doch gesagt, das ist eine Höhle auf der anderen Seite. Wir Bergarbeiter haben Näschen für sowas. Jetzt, wo wir schon hier sind, können wir auch nachgucken, wo dahin der Tunnel führt. Weißt du, weiß die Göttin, was sich hier in den Schatten rumtreibt. Aber ich halte durch. Wir müssen den anderen Teil der Echo-Flöte finden, sonst finden wir das Gold nie. Sei nicht so eine Memme. Wir kriegen das schon hin. Und bis jetzt ist er hier, scheinen ja jetzt nicht so die Monster zu sein. Nicht die, die wir nicht schon hatten. Aber hier ist auch gar kein Licht oder so. Da ist Licht. Bäm! Boah! Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja gigantisch. Das ist ein uralter Tempel, der Erbauer geschaffen hat, der vor Ewigkeiten auf diese Insel gekommen ist. Es heißt, ein Erdbeben hätte ihn hier unten begraben. Sieh mal an, vielleicht war dieser Erbauer derselbe, von dem unser haariger Einsiedlerfreund auf dem Eiland des Erwachens erzählt hat. Aber eins ist klar, noch haben die Kinder Harons den Tempel nicht in Schutt und Asche gelegt. Vielleicht wissen sie nicht mal, dass er hier ist. Tja, das muss die Stelle sein, die Odelia meint. Vielleicht ist die andere Hälfte der Flöte irgendwo hier drin. Schnatterklapper. Ihr wollt doch nicht ernsthaft da reingehen, oder? Ich habe solche Angst, meine Brustmuskeln bibbern wie verrückt. Ich dachte, deine Muskeln zucken nur, wenn Schätze in der Nähe sind. Naja. Wenn du wirklich Angst hast, solltest du vielleicht hierbleiben. Du würdest uns nur aufhalten. Ja gut, gute Idee. Ihr könnt das alles sowieso besser als ich. Ihr findet das Flötenfragment sicher auch ohne mich. Während ihr euch da drin von Geistern googeln und Gott weiß, was ihr jagen lässt, räume ich mal den Tunneleingang auf. Wir haben echt das reinste Chaos hinterlassen. Bis dann. Memme. Kurskugel! Wir machen jetzt noch die Kurskugel. Ja, Kurskugel aktiviert. Ja, so. Das sieht scharf aus. Wir positionieren uns mal hier so. Gut, ist auch auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Im nächsten Part machen wir denn den Tempel. In der Hoffnung, dass wir den Tempel auch mit einmal schaffen. Wir werden sehr viel erkunden müssen. Meint er, da oben ist irgendwas versteckt. Auf jeden Fall sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.